Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durch den Film mit vom Blog Fashion Meets Media. Heute eine Schauspielkollegin, eine sehr liebe Schauspielkollegin bei mir an der Seite. Sie hat die Miriam Sommer in Sonderlee gespielt, damit wurde sie bekannt, war letztes Jahr im Kino mit Toilet Stories und, das möchte ich gerne selber sagen, die Weihnachtsstory. Ja, und ich habe auch gespielt die durchgeknallte Prinzessin Zilli im ARD-Weihnachtsfilm Siebenschön in der AD. Ja. Genau. Schön, dass du da bist. Wir haben uns heute nämlich gemeinsam einen Film angeguckt. Ja. Und, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke für den schönen Kinobesuch. Ja, dafür kann ich ja weniger. Das liegt ja vielleicht eher mehr am Film. Wir haben uns heute angeguckt. Wie Brüder am Wind. Wunderbar. Genau, das haben wir uns angeschaut. Und wie ist denn so dein erster Eindruck oder dein Eindruck nach dem Film, jetzt wo wir es gesehen haben? Also Wie Brüder im Wind ist ja ein, ich würde sagen, ein richtiger Familienfilm. Ein Film für Groß und Klein. Ich finde, ein perfekter Film für den Sonntagvormittag. Da sollte sich die Familie mal wieder ins Kino aufmachen. Es ist ein Film über große Werte und Tugenden. Es ist ein wunderbarer Naturfilm. Und ganz groß im Zentrum steht ein Junge, ein 12-Jähriger, der eben ein Adlerbaby findet und das aufzieht. Also es geht um ganz viel Liebe und Hoffnung und um Mut und sich trauen. Und dann wird man am Ende auch belohnt. Ja, also das hast du wunderbar nochmal zusammengefasst. Auch worum es, ja doch, also... Im Hintergrund hört man jetzt übrigens schon, da startet gleich der nächste Film. Genau, wir befinden uns nämlich momentan immer noch im Kino, deswegen hat man da so ein bisschen Feeling-Background-Geräusche. Ich glaube, da läuft gerade Star Wars jetzt. Also vom Klang her würde ich das schon so sagen. Ja, kann sein, ja. Wird auch immer lauter, Dolby Surround und so weiter. Ja, genau. Aber zurück zu unserem Film, den wir gesehen haben. Der war ja auch mit Tobias Moretti und Jean Reno. Also zwei... große Schauspieler, nicht nur von der Größe her vielleicht, sondern ja, und was mich, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber was mich ja auch so fasziniert hat, in diesem Film spielen nur drei Personen mit. Vier eigentlich. Ja, vier. Die Mutter und du wirst jetzt noch den Adler. Obwohl das eigentlich die Hauptrolle ist. Ne? Ja, natürlich. Ja. Also der kleine Adler, genannt Abel, ganz süß, der ist eigentlich die richtige Hauptrolle. Aber das hat mich wirklich fasziniert, dass drei Personen diesen Film getragen haben, über 90 Minuten. Also das fand ich wirklich eine Meisterleistung. Wobei natürlich auch eine große Hauptfigur hat auch die Natur gespielt. Ja. Also die Naturbilder sind unglaublich schön. Der Film, der spielt in den Bergen. Und das hat so eine Kraft, so eine atemberaubende Schönheit ist das. Ich habe gleich richtig Lust gekriegt, in den Urlaub wieder zu fahren, in die Berge. Auch, ja. Also ich dachte mir dann auch, wo ist das eigentlich gedreht worden? Das hat sich tatsächlich immer angefühlt, als ob man gerade irgendwie in Amerika, USA, Rocky Mountains. Ja. Aber es ist, glaube ich, in den Alpen. Es ist in den Alpen. Ja. Ja. Also im Abspann hatte man dann sehen können. Aus Glockner hat man immer lesen können. Wunderbar. Also dass man das, so eine wunderbare, unberührte Natur, also hier in Mitteleuropa noch finden kann, fand ich ganz faszinierend. Überhaupt. Ja, diese gilt es zu bewahren. Was ja zum Schluss dann auch da stand. Ja. Und was ja auch eine interessante Sache war, dass ja diese ganzen Filmaufnahmen mit den Tieren zusammen ja scheinbar nicht zu einem Schaden der Tiere geführt haben. Ja. Also da gab es eine Szene da drin, wo der Adler, der Abel, eine Gämse, sagt man das, angegriffen hat und die kullern gemeinsam den Berg runter und stehen danach auf. Also wie Stuntman, ja. Also, und das finde ich auch. Es war eigentlich wie ein Actionfilm, ja. Also diese Sequenz zumindest. Und das passiert bestimmt täglich. Nicht nur bestimmt, das passiert täglich in der Natur. Und das ist so spannend. Also ich glaube, also für mich war das jetzt spannender als vielleicht Star Wars. Ne? Ja. Und das finde ich auch eine tolle Message dieses Films. Also wie aufregend und spannend doch das Leben sein kann. Also unser tägliches Leben. Wir müssen nur auf Entdeckungsreise gehen. Wir müssen uns die Gummistiefeln anziehen und raus in die Natur, auch wenn es regnet. Weil da gibt es wahnsinnig viel zu entdecken. Und das ist einfach toll. Ja, dass es sowas gibt und
an uns herangetragen wird, die wir ja eigentlich Stadtmenschen sind, die meisten jedenfalls, das finde ich auch einen großen Pluspunkt in dem Film. Hätte ich mir nie vorstellen können, dass ein Adler so ein großes Tier wie eine Gämse angreift. Wusste ich auch nicht. Und auch die Blickwinkel, die ein Adler beim Flug hat, wie die eingefangen haben mit der Kamera, ist atemberaubend, muss man sagen. Was ein bisschen vielleicht in den Hintergrund dabei tritt, ist dann tatsächlich die Story, weil sie sich sehr viel Zeit genommen haben, die Natur zu erzählen. Und, oder wie hast du das empfunden? Also, weil ich dachte am Anfang Jean Reno und Tobias Moretti in den Hauptrollen auch. Ja, aber vielleicht ist das auch die Kunst, dass sie eben als sehr professionelle Schauspieler dann auch wissen, wann man würdig zurücktreten muss. Und das Kind, also diesen Jungen, dann machen lässt und die Natur und das Tier eben, dieser junge Adler. Ja. Und sie haben den Film wahnsinnig toll supportet und finde ich, sie sind immer präsent und zeigen natürlich die zwei Seiten der Medaille, also sagen wir mal, den sehr liebevollen Freund und den strengen Vater. Und das, glaube ich, kann auch jedes Kind hat so Figuren in seinem Leben oder kann sich da irgendwie wiederfinden, mit dem er sich sehr gut versteht und anvertraut und jemanden, mit dem er vielleicht gerade Schwierigkeiten hat oder so. Ja. Ja, und ich bin ja jetzt auch, also für mich war dieser Film so berührend auch, weil dieser Zyklus des Lebens wurde so toll erzählt. Ne? Also ganz am Anfang sieht man, wie dieses kleine Adlerbaby aus einem Ei schlüpft. Und das ist sowas wahnsinnig Schönes und Berührendes und Kraftvolles. Da musste ich an meine eigene Geburt, also nicht meine eigene Geburt, sondern die meines Sohnes denken. Genau. Und das ist so ergreifend und also jedem Anfang, wie Hermann Hesse sagt, wohnt ein Zauber inne. Und das konnte man so spüren. Also da wartet das Leben auf einen und das muss erobert werden. Und das hat dieser Film, finde ich, auch ganz toll transportiert. Das finde ich auch. Also in dem Falle kann ich dem gar nichts hinzufügen. Das ist ja auf den Punkt gebracht. Was mich noch interessieren würde, du bist ja Schauspielerin und hast ja heute den Kollegen mal bei der Arbeit zugeschaut. Und selber auch natürlich auch schon einen Kinder- und Jugendfilm gedreht, also im Märchenbereich auch die Goldene Gans habe ich gelesen. Ja. Findest du, dass man da anders spielt oder spielen muss? Oder hast du das heute beobachten können bei den Kollegen Jean Reno und Tobias Moretti? Also ich finde ja, wenn man Kinder- oder Jugendfilme macht, dann muss man genau so sein Publikum ernst nehmen, wie als wenn man jetzt einen Film für Erwachsene macht. Mhm. Also Kinder sind wahnsinnig klug und wach und die darf man auf keinen Fall unterschätzen. Also sprich, im Märchenfilm jetzt irgendwie so dumm spielen, so wie ihr kleinen Kinder, ihr werdet das schon verstehen. Ich glaube, das nehmen Kinder einem sehr übel. Ja. Also die wollen wirklich, dass man sie also respektvoll mit dem umgeht und das haben die verdient. Und deshalb, man darf da genauso sein wie im wahren Leben. Ich finde eben auch nicht, dass man mit Kindern so in Babysprache sprechen muss. Ne? Also ich glaube, mit Kindern muss man unbedingt ganz die muss man 100% ernst nehmen und das verlangt eben auch in der Sprache, dass man die mit denen ganz erwachsen spricht auch. Mhm. Also und vielleicht auch kindgerecht gut, dass man ein bisschen transportiert. Ne? Ja gut, vielleicht sollte man Fremdworte oder komplizierte, genau, muss man ja einfach halten. Genau, oder klar. Man kann es schon benutzen, aber dann kann man es vielleicht noch erklären. Also, genau, so. Ja. Aber jetzt entschuldige nochmal zu deiner Frage. Ich möchte ja noch gern sagen, also Tobias Moretti, mit dem durfte ich ja auch schon mal drehen. Ach, wir haben zusammen einen Film gemacht, genau. Ja. Und zwar, wir haben auch einen sehr außergewöhnlichen Film gemacht, nämlich Das Käthchen von Heilbronn heißt der Film. Nach Kleist oder direkt? Nein. Also, nee, Entschuldigung, der Film ist schon so lange her. 2003 habe ich den gedreht, also ist doch schon 13 Jahre her. Mhm. Der Film heißt Käthchens Traum nach der Adaption Das Käthchen von Heilbronn von Heinrich von Kleist. Das heißt, wir haben, wie damals, kam groß in den Kinos gerade heraus,
dieser Film Romeo und Julia, Leonardo DiCaprio und Claire Danes. Claire Danes, genau, haben auch sehr modern, vor moderner Kulisse, in modernen Kostümen, Shakespeare-Texte, also Shakespeare gesprochen. Und dieses Stück eben wurde verfilmt. Ja. Und das hat Jürgen Flimm, der große Theaterregisseur, hat das damals auch gemacht. Und so ist Käthchens Traum entstanden. Und ich durfte das junge Käthchen sein und Tobias Moretti war mein Wetter vom Strahl. Und deshalb hatte ich die Gelegenheit, doch viele Wochen einer tollen Zusammenarbeit zu genießen. Ja. Und deshalb habe ich das heute wieder sehr genossen, den Kollegen da auf der Leinwand zu sehen, weil ich finde einfach, so ein toller Schauspieler. Ja, da kann man ja eigentlich, weil eine Frage wäre auch gewesen, wir hatten ja wenig Auswahl heute an Rollen. Es gab ja nur 3 Spielrollen und dann noch die Mutter, die ab und an mal in den... Ja, aber die Mutter war jetzt ja wirklich eine sehr undankbare Rolle. Sie erscheint nur auf dem Foto und einmal in einer kurzen, in einem Flashback. Aber ja. Naja, meine Frage wäre ja gewesen, mit welchem der beiden Großen hättest du gerne mal gespielt? Das hast du mit Tobias schon gespielt. Da bleibt also nur noch... Jean Reno, Herr Reno, Sie dürfen sich freuen. Ich werde Ihre neue Partnerin sein. Nee, das wäre wirklich toll, aber ich würde doch sehr gerne erneut mit Tobias drehen. Doch lieber noch einmal vor dem... Ja, glaube ich auch. Also ja, doch. Also nach 13 Jahren, finde ich, könnte man... da anknüpfen jetzt wieder. Ja. Ich hätte Lust, mit Tobias Moretti zu drehen. Ist natürlich auch ein bisschen naheliegender. Ich spreche kein Italienisch. Ja, ist ja auch die Frage, wie haben die beiden eigentlich kommuniziert? Oder die drei? Also ich meine, sie haben Englisch gesprochen. Weil am Anfang dachte ich doch, also weil der Tobias Moretti hat ja sich selber nachsynchronisiert. Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe ihn von der Stimme nicht ganz erkannt. Am Anfang, glaube ich, musste er sagen... irgendwie my boy oder no, er sagt it's cold outside oder irgendwas und da meinte, also naja, er hat es gesagt und ich habe aber gesehen, oh, er spricht glaube ich Englisch, weil man hat so boy oder cold oder irgendwas habe ich gesehen und ich glaube, es war Englisch, weil irgendwie denke ich, dass der Jean Reno Italienisch spricht, der Tobias Moretti kann auch Italienisch, weil der hat sein Hof, da ist er in Tirol und die Affinität also ist wohl doch sehr nach Italien, das weiß ich auch. Und ich meine, dass der Junge ist, glaube ich, Spanier, oder? Das habe ich tatsächlich noch gar nicht geschaut, aus welchem Land er dann kommt. Also ich dachte, seinen Namen, ich kann ihn jetzt nicht. Es wäre auch spannend zu wissen, ich weiß ja gar nicht, ob das geht. Ich hatte mal so ein Theaterprojekt, wo verschiedene Nationalitäten vertreten waren, also auch Sprachen. Mhm. Und jeder hat auf seiner Muttersprache gespielt. Das kann natürlich auch sein. Also, ob man sowas wahnsinnig anstrengend sein. Ja, das könnte man ja mal, also da könnte man ja mal rausfinden, ob das vielleicht da so wäre. Und aufgrund dieser Tatsache würde ich gerne mit dem Tobias Moretti drehen. Verstehe. Weil, weißt du, Tobias Moretti, der spricht zwar sehr stark mit seinem Tirolerisch, aber nein, ich glaube, ich würde lieber mit. Aber das ist natürlich eine tolle Sache. Also, ich würde mich sehr geehrt fühlen, wenn ich mit einer Kollegin mal zusammengearbeitet hätte, die ich selber sehr schätze. Und dann würde sie nach wie vielen Jahren? 12? 13 Jahren? 13 Jahre. Nach 13 Jahren die Auswahl haben zwischen Jean Reno und mir. Und sie würde sagen, naja, du bist jetzt doch immer noch meine erste Wahl. Das finde ich toll und würde mich sehr freuen. Also lieber Tobias, falls du das sehen solltest, da wäre eine Möglichkeit wieder einer Zusammenarbeit, oder? Ja. Ja, na, das freut mich sehr. Und jetzt als Abschluss, als abschließende Frage. Von einer Skala von 1 bis 10 würdest du sagen, der Film... Also, wenn ich ihn jetzt beurteile, wer ist das Zielpublikum? Und das Zielpublikum sind für mich ganz klar Familie. Mhm. Da würde ich sagen, Leute, geht in diesen Film. Achso, 1 bis 10 muss ich es gerade. Aber dann musst dann du nicht, ich sagen, meine, das kannst du ja auch. Doch, ich sage 9,5. Doch, 9,5. Wirklich. Diesen Film, den sollte man sich anschauen, weil das ist 1000-mal besser, Tiere in der Natur zu sehen und tolle Menschen, die sich ganz menschlich verhalten und wahnsinnig wichtige Werte unserer Gesellschaft transportieren. Den zuzugucken ist 1000-mal wichtiger als irgendeinen animierten Film zu gucken, weil das sind Menschen aus Fleisch und Blut und da gehen richtig wahre Gefühle über die Leinwand und das ist absolut sehenswert. Also das finde ich ein tolles Schlusswort. Vielen Dank.
Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich möchte unbedingt noch ein Schlusswort sagen. Ja, noch ein Schlusswort. Also dieser Film, ja, der hat ganz, ganz viele tolle Lebensweisheiten transportiert er. Und eine Sache, die ist wirklich unglaublich schön, die habe ich mir gemerkt. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wer es sagt, aber folgende Lebensweisheit. Das, was du liebst, lass frei. Kehrt es zu dir zurück, dann gehört es dir für immer. Finde ich wunderschön. Also Leute, die Dinge, die ihr liebt, lasst frei. Ja, also, das, ja, dann... danke, Sebastian. Willst du noch wegen grüßen? Ich danke dir. Das ist, ja. Es war schön. Ich fand das auch. Mit dir. Ja. Also dann, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.